Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Disneyland Adventures. Ich freue mich sehr, dass euch diese neue Videoreihe hier auf meinem Kanal so gut gefällt. Deswegen mache ich auch weiter. Beim letzten Mal haben wir ja hier die Buzz-Mission erfüllt. Wir haben uns das Buzz-Kostüm gekauft. Und jetzt hat Buzz uns eine neue Mission gegeben. Und zwar mach Fotos mit der streng geheimen Aufklärung, mit den streng geheimen Aufklärungsdaten. So, und das machen wir jetzt. Ich muss sagen, ich hatte eine kleine Pause und muss erstmal wieder zurück in die Steuerung kommen. Aber das wird schon klappen. So, jetzt laufen wir erstmal dem Schwall hier hinterher. Schnell, deine Kamera, mach ein Foto. Zeit für ein Souvenir. Okay, wir nochmal die Kamera. Da. Und dann, ich glaube, W. Ja. Wovon soll ich jetzt ein Foto machen? Davon? Soll ich davon ein Foto machen? Wovon soll ich denn jetzt ein Foto machen? Ich bin verwirrt. Hä? Und jetzt? Mach Foto. Ach so. Ich soll jetzt Fotos machen. Brücke. Mach ich jetzt ein Foto? Ah, alles klar. Ich muss wirklich erstmal wieder zurück in die Steuerung kommen. Es tut mir leid. Das war jetzt schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. So, ein Foto haben wir gemacht. Dann laufen wir mal weiter. Ich soll dir von Cinderella sagen, dass sie ein wichtiges Geschenk für dich hat. Ja, das machen wir auch noch. Bitte ihn, seinen Namen aufzuschreiben. Wo ist Stitch? Wo ist Stitch? Okay, jetzt müssen wir mal ein Foto machen. So, da ist Stitch. Du sollst da in die Richtung gucken. Ah ja. Hallo. Ja, wir gehen gleich zu Stitch. Machst du ein Foto? So, Nummer 2 haben wir erledigt. So, und da ist Stitch. Hi, Stitch. Mein Name ist Stitch. Willst du Achibaba sein, Freundin? Gut. Oh, wimmert. Stitch Bauch leer. Kannst du Essen für Stitch finden? Taka? Ja, das sollte machbar sein. Was können wir denn machen? Oh. Also Stitch hat Hunger. Umarmen. Den Hula auch. So. Was war denn nochmal? Ah ja, Autogramm. Hat funktioniert. Stitch soll einen Boden erschaffen. Na gut. Kann man ein Foto machen mit ihm? Stitch fertig. Warum redet er nicht? Das finde ich irgendwie doof. So, können wir jetzt noch ein Foto machen? Ich glaube nicht. Ne. Okay, dann verlassen wir das. Komm schnell zurück. Stitch, Riesenhunger. Als erstmal machen wir hier die Mission zu Ende. Von Buzz. Wo war denn jetzt der Schweif? Da hat irgendwas geblinkt, ja. Da drin. Okay. Warum blinken diese Bäume? Kann mir das jemand mal erklären, wer das Spiel schon mal gespielt hat? Also ich weiß, dass einige euch jetzt auch angefangen haben zu spielen. Also wenn ihr wisst, warum diese hier, warum das alles glänzt und was ich damit machen soll, kommentiert gerne unten. Wäre ich sehr verbunden. So, dann laufen wir mal weiter. Bestimmt müssen wir von der Attraktion ein Bild machen. Ein Gamma-Quadranten. Wo laufe ich denn hin? Ach, hier. Drehen. Drehst du dich?
Foto. Foto, Foto, einmal Foto bitte. Ich möchte denn kein Foto. Also diese Steuerung manchmal ist echt kompliziert. So, haben wir das. Und dann laufen wir zurück zur Bus. Aber nehmen das Geld hier noch mit. Streng geheim Daten. Machen wir doch. Hi, Bus! Es wird tolle Arbeit. Dafür winkt eine Empfehlung. Die Galaktische Allianz steht in deiner Schuld. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Der Feind ist unter uns. Wir haben Übertragungen von Imperator Zod abgefangen, die darauf hinweisen, dass überall in diesem Sektor Spionagekameras sind. Du musst sie sofort zerstören. Lade den kosmischen Blaster und setze ihn klug ein. Alles klar, kosmischen Blaster. Aber vergiss nicht die Spionagekameras. Viel Glück. Okay, schalte die Spionagekameras mit dem Blaster aus, um die Batterien... Ich muss manchmal auch erstmal meine Gedanken sammeln. Okay, erstmal eher wieder Geld mitnehmen. Oh, müssen wir jetzt auf die Bus-Attraktion? Wie cool. Bin mir gespannt. Dum, 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 dum. Mit deinem Blaster kannst du die Lampen abschießen. Okay. Dann wollen wir den Blaster wieder auswählen. Was ist das denn? Positionieren. Ah ja. Und jetzt? Ah. Also mit rechter Maustaste dieses Ding, also dieses Zielfernrohr auswählen und mit der linken Maustaste dann abschießen. So, dann wo ist der Schweif hin? Ich finde den Schweif echt praktisch. Da ist er. Ich dachte, wir sollen zur Bus-Attraktion. Da wäre ich gerne mitgefahren. Naja, machen wir erstmal die Mission. Wir müssen noch was für Stitch finden, der hat nämlich Hunger. Ist mir was auf der Main Street oder hier, so bei so einem Popcorn-Guy? Da, da ist noch was zu essen. Kann man das noch mitnehmen? Ja, ich habe einen Burger. Ein Burger für... Achso, das ist ja noch eine Parallel. Okay. Also hier dieses ganze Geblinke würde mich gerne mal interessieren, was das bedeutet. Ihr könnt mir gerne unten kommentieren. Und dann laufen wir mal weiter. Hier ist noch Geld, das nehmen wir natürlich noch mit. Düm, 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 düm. Da oben. Müssen wir wieder positionieren. Was habe ich jetzt bekommen hier? Energiezellen für Bus. Okay. Und dann wieder zurück. Wohin? Da. Oh, da waren die Aliens, oder? Die habe ich gehört. Nicht gesehen. Hey, du bekommst einen Zauberstab von Cinderella. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Stitch hat Hunger, Buzz möchte hier die Mission haben und Cinderella will auch noch irgendwas von mir. So. Haben wir die Mission jetzt auch erfüllt für Buzz? Ui, rette mich, Knurrt. So. Stitch hat Nachricht für dich. Ja, ich habe noch leider nicht deine 5 Burger gefunden, Stitch. Ich bin jetzt mal bei Buzz. Tut mir leid, Stitch. Gib überall Geld rum. Mitnehmen. Wir brauchen ja Merchandise. Müssen wir ja ganz viel kaufen. Sodle, sodle, sodle. Buzz. Hallo! Kadettin, wir haben exzellente Arbeit. Zod wird bald merken, dass er die Galaktische Allianz nie überlisten wird. Bald sehen wir uns wieder. Okay. Dann haben wir die Aufgabe Abenteuer abgeschlossen. Ja, ich super. Ich hoffe, die bekommen das bei Star Command ohne mich hin. Finde Stitch ein paar Burger. Genau, das machen wir jetzt als nächstes. Zum Glück bist du unversehrt. Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Autogramm von ihm?
Es ist mir eine Ehre, dein offizielles Zentralregister zu signieren. Machen wir das mal. Ein Foto müssten wir auch noch machen mit ihm. Weiß sehr nett von dir, haben. Mich zu fragen. Danke. Okay. Bald sehen wir uns wieder. Das freut keine mich. Eile von meiner Seite. So, dann machen wir noch ein Foto. Nein, noch nicht. Du musst dir erst das richtige Album holen. Okay. Ich habe einen Mann in den Läden gesehen. Okay, dann noch kein Foto mit Bass. So, jetzt müssen wir die Burger finden für Stitch. Und dann können wir zu Cinderella gehen. Da, ein Burger. 5 Burger will Stitch essen. Ist nicht ein bisschen viel, Stitch? Liegt noch Geld. Everybody look for the map. Bum, 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 bum. Da ist noch ein Burger. Und noch 2. Oh Gott. Ah, da sind die Aliens. Da gehe ich danach hin. Hallo. Guten Tag. Alter, wo ist der Burger? Da. Und noch einen. Man kann doch nicht too long im Disneyland bleiben. Oh, hallo nochmal. Müssen die Space Ranger atmen? Nimm, 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 nimm. Ich laufe ganz schön viel heute. Nur wegen Stitch-Burgern. Was hat denn? Da. So, und wieder zurück zu Stitch. Bringe Stitch die Burger. Das mache ich jetzt. Und danach gehe ich zu den Aliens und dann gehe ich zu Cinderella. Hoffentlich. Wenn ich sie finde. Muss ich auf der Map gucken, wo sie ist. Ich würde gerne noch mal so ein Minigame machen. Wo ist denn jetzt Stitch? Wo ist der Schweif? Da. Ich möchte mal das Geld einsammeln. Obwohl das nur so kleine Setbeträge sind, aber trotzdem. Hi Stitch! Ich habe Burger für dich. Oh. Schon doof, dass er nicht redet. Schade. So, Mission abgeschlossen. Autogramm haben wir ja. Wir gucken, probieren wir mal ein Bild, aber ich glaube nicht, dass wir das richtige Album haben. Verflixt! Ohne das richtige Album können wir nicht fotografieren. Was will er? Am besten gleich zu den Läden. Was will der Schweif jetzt von mir? Ich folge ihm mal. Alter, ich wollte ja zu den Aliens. Wo waren die denn jetzt? War noch hier irgendwo? Jetzt finde ich sie bestimmt nicht mehr. Weißt du, 5-mal an denen vorbeigelaufen, aber jetzt finde ich sie nicht mehr. Da ist es! Space Mountain! Oh, Space Mountain. Sollen wir Space Mountain fahren? Komm, ich wollte ja ein Minispiel machen. Machen wir jetzt mal Space Mountain. Warum winkst du denn? Ja. Dann fahren wir mal eine Runde Space Mountain. Auch eine meiner Lieblingsachterbahnen im Disneyland Paris. Hyperspace Mountain fahre ich echt gerne. Ist ja jetzt die Star Wars Version draus geworden, aber trotzdem, ich mag es immer noch sehr, sehr gerne. Bin mal gespannt, was wir hier machen müssen. Ich trinke mal einen Schluck. So, Journey Through Space. Ja, dann machen wir das doch. Du willst steuern, benutze, okay, WASD. Mit der Zielen und Schießen, indem du E drückst. Du kannst mit, achso. Also steuern mit der Maus und schießen mit E. Achso, ich kann schon fortfahren. Ja. Einsatzzentrale. Mal auf meinen Timer gucken. Okay. An das Personal. Abschussplattform räumen. Kommandotests erledigt. An das Personal. Für Statustest Kanal 2 einschalten.
Bodenkommunikationsstatus, check. Okay. Antrieb, check. Instrumente, check. Das sieht aber cool aus. Ist für einen Backbordabschluss bereit. Start in T-minus 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Das ist der Start. Okay. Oh, bin ich jetzt gerade in... Okay, ich bin gerade in das Schiff geflogen. Hä? Oh Gott, ist das schwer. Eine alte R51-Untertasse. Schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, was mache ich jetzt damit? Schießen? Oh! Oh Gott. Also ich finde die Steuerung echt schwierig. Komm schon, so viel Raum. Und wir mitten im Verkehr. Wir nähern uns dem Tor zur intergalaktischen Hyperraumautobahn. Das war ja... Irgendwie habe ich es nicht so mit den Minigames. Beschieße die Energiefelder mit dem Laser des Schiffs, um das Tor aufzuladen. Ach so, die Energie... Sobald es geladen ist, erhöht sich das Tempo der hindurchfliegenden Objekte. Sprungkoordinaten empfangen. Hyperraum in 3, 2, 1. Aktivieren. Boom. Eintritt in IHA. Hyperraumeintritt. Festhalten. Okay. Von deiner derzeitigen Geschwindigkeit ausgehend wirst du mit Hilfe der IHA-Togo-Ringe planmäßig ankommen. Ist ganz schön schwierig. Klasse, im Hyperraum ist mehr Verkehr, als ich erwartet hätte. Ja. Habe ich auch nicht erwartet, dass das hier so schwierig ist. Na super. Hyperraumaustritt vorbereiten. Okay. Schwarze Löcher sind die zerstörerischste Kraft im Universum. Bleib ihnen lieber fern. Vorsicht, lass dich nicht in das schwarze Loch ziehen. Wer weiß, wo du dann landest? Ja, wer weiß, wo ich dann lande. Das ist echt schwierig, aber sieht cool aus. Also Münzen kriege ich hier echt kaum. Bin echt am struggeln hier mit der Steuerung. Oh, da war irgendwas. Aber pass besser auf. Nähern uns nächstem Warp-Tor. Okay, jetzt muss ich wieder zielen. Du musst die Energiefelder des Warp-Tors mit dem Schiffslaser aufladen. Festhalten. Jetzt wird's schnell. Ja, schnell ist super. Mit diesen Turboringen ist deine Geschwindigkeit optimal. Deine Fähigkeit, ein so hohes Tempo zu halten, ist sehr beeindruckend. Schade. Systeme aufrecht. Das nenne ich mal gekonntes Fliegen. Im Überraum ist mehr Verkehr, als ich erwartet hätte. Ja. Was wollen die alle hier im Hyperraum? Hyperraum verlassen. Wir passieren einen Gasriesen. Aha. Vorsicht vor Trümmern. Wir passieren einen Gasriesen. Vorsicht vor Trümmern. Ja. Ich fliege in einen rein. Herzlichen Glückwunsch. Ich kenne einen Marsianer, der sowas geflogen ist. Mhm. Und jetzt? Was mache ich mit dem? Verstehe ich nicht so ganz. So. Schadensbericht. Minimal Schäden. So viele Schiffe sind auf diesem Teil der Autobahn normalerweise nicht unterwegs. Ja, was wollen die alle hier? Das ist mein Ride. Oh, ups. Oh Mann, ich will nur die Münzen. Signal voraus. Signal verfolgen. Setze Laser ein. Lade die Energiefelder auf. Tor geladen. Geht ganz schön lang wieder, das Minigame. Hyperraumeintritt. Festhalten. Upp. Schaden. Systeme aufrecht. Muss ich durch die Mitte fliegen? Im Hyperraum ist mehr Verkehr, als ich erwartet hätte. Ups. Das nenne ich mal gekonntes Fliegen. Ja. Super gekonnt. IHA verlassen. Meine Sensoren zeigen, dass du gerade in ein riesiges Kometenfeld fliegst. Oh, super. Warnung. Kometen im Anflug. Ich sehe es, ich fliege da bestimmt gleich rein.
Ach du Jemini. Schadensbericht. Ja, minimalen Schäden. Oh. Das nächste Warp-Tor nähert sich. Aber diese Minispiele sind ganz schön lang, finde ich. Also es ist echt... Du musst die Energiefelder des Warp-Tors ja. mit dem Schiffslaser aufladen. Bin dabei. Tor voll aufgeladen. Bereit für den Hyperraum. Mit diesen Turboringen ist deine Geschwindigkeit optimal. Deine Fähigkeit, ein so hohes äußerst interessant. Im Hyperraum ist mehr Verkehr, als ich erwartet hätte. Sag doch mal das Gleiche. Alter, mir richtig schlecht. Hyperraumaustritt vorbereiten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Meine Güte, wie kommst du denn hierher? Das Schlachtfeld liegt auf der IHA-Route. Was ist denn da? Oh Gott. Ja, super. Kaum Schaden, aber pass besser auf. Bei Star Wars wäre ich jetzt schon fünfmal gestorben. Hüte dich vor den Minen. Oh. Die sind sehr stark. Ja. Also diese Minigames sind echt ewig lang. Sehr ungewöhnlich und unerfreulich. Du musst wohl durch die Schlacht hindurch zum nächsten Tor fliegen. Toll, jetzt habe ich den Mickey verpasst. Also 100% werde ich diese Level nie schaffen. Noch so eine Treppe. Ja, super. Diese Schiffe sind nicht für den Kampf gemacht. Zeit, sich zu entfernen. Zum Hyperraum. Ja, super. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ah, 3 von 5. Ah, ist fertig. So, dann können wir jetzt entweder noch zu den Aliens gehen, wenn ich sie finde. Ja, 2,5 Sterne von 5 war jetzt nicht die Glanzleistung. Also gehen wir entweder noch zu den Aliens oder wir gehen zu Cinderella. Mal schauen, wenn ich die Aliens jetzt finde, wahrscheinlich nicht. Ich brauche auf jeden Fall was auf dem Kopf. Ich habe ja noch den Buzz Lightyear, das Buzz Lightyear-Kostüm an. Die Ladesequenzen sind immer sehr lang. Da muss ich ja irgendwie mal unterhalten. Ja, also ich weiß, dass viele von euch das Spiel sich nachgekauft haben oder jetzt auch wieder spielen. Finde ich echt toll, dass ich euch motiviert habe, inspiriert habe. Und ja, ich fände einen Austausch ganz cool in den Kommentaren, wenn ihr mir mal Tipps gebt, wo ich was verpasst habe oder so. Finde ich echt toll. So, genau, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wo der Schweif mich hinführt. Ich folge ihm jetzt mal. Wahrscheinlich zu Cinderella. Dum, 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 dum. Ja, da lang. Da sind die Aliens. Ja, dann machen wir das doch. Super. Hallo. Guten Tag. Wir erbitten deine Hilfe. Okay. Und was wollt ihr? Ich finde, mit meinem Anzug passe ich super dahin. So, wir haben das richtige Buch noch nicht. Okay, kein Autogramm. Wir können in einem der Läden hier magische Münzen gegen das Buch eintauschen. Eine Umarmung. Oh, wie süß. Okay, dann... Lebe wohl, meine Freundin. Bis bald. Bis bald. Okay. Sei gegrüßt. Hier ist noch Geld. Das nehmen wir natürlich noch mit. Hier ist eine Schlange. Die Kralle. Wir sehen sie nicht. So, ich vermute, wir müssen jetzt zu Cinderella. Mal gucken, wo der Schweif uns hinführt. Dim, 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 dim. Meins? Meins? Findet Nemo. Ja, Fantasyland. Ich vermute, wir laufen jetzt zu Cinderella. Jetzt hört mein Kopfhörer raus.
Oh mein Gott, ist aber ein ganz schön langer Weg. Hier ist Alice. Weißt du was? Alice hat eine richtig schöne Schrift. Alice in Wonderland, nichts wie hin. Okay. Also ich vermute, ja, interagieren wir mal mit ihr. Hallo, junge Dame. Ich bin Fräulein Alice. Alice? Oh je. Ich bin in Schwierigkeiten an diesem merkwürdigen Ort. Ich habe meine Lieblingsschleife verloren. Die ich gerade trage, ist nett. Aber ich hätte lieber die andere zurück. Ob du mir wohl helfen könntest, sie zu finden? Das machst du? Oh, danke. Ich habe sie vielleicht bei der Teeparty verloren. Wenn ja, müsste der Hutmacher Bescheid wissen. Warum sprichst du nicht einmal mit ihm? Mach ich. Aber vorher gucken wir noch, ob ein Autogramm... Sehr gerne, unterschreibe ich in deinem Buch. Dankeschön. Ah, ist aber echt hübsch. Danke sehr. Vergiss meine Schleife nicht. So, also. Hallo. Ich weiß, wie man ins Wunderland kommt. Also, wir müssen jetzt, ich werde jetzt den Part beenden. Wir werden im nächsten Part dann mit dem Hutmacher sprechen und versuchen, Alices Schleife zu finden. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat dieser Part wieder gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Dina hat mehr zu sagen als du. Ja, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.